Freiheit und Toleranz, das sind auch Ihre zentralen Botschaften. Conchita, unsere Song Contest Gewinnerin, wo sie nicht inzwischen schon überall war. In der Oper in Sydney, auf großen Open-Air-Bühnen und jetzt wieder was ganz Neues. Conchita im Wiener Jazz-Tempel, Porgy und Bess. That's what I am. Conchita in ungewohntem Ambiente mit Band. Es war ein Abend mit den Hits, die man kennt, und einigen Coverversionen ihrer Lieblingslieder. Es macht unglaublich viel Spaß, nicht an ein Playback gefesselt zu sein. Und mit Playback meine ich nicht, dass mein Gesang vom Band kommt, aber die Musik kam ja bisher immer vom Band. Und das hat sich jetzt geändert und das ist schon wirklich auch etwas, was mich der Musik viel, viel näher bringt. Denn man hat die Möglichkeit zu improvisieren, man hat die Möglichkeit, Dinge anders zu machen. Wenn die Stimme auch manchmal wohl aus Nervosität etwas dünner kommt, Conchita ist eine ziemlich gute Entertainerin. Die Message kommt immer wieder an. Auch die Eltern waren gekommen. Conchitas Part in der Menge begeistert das Publikum. Die Fans dürfen sie interviewen und ihr sitzt der Schalk im Nacken. So I would like to know if your next wird das nächste Album auch so klingen, wird sie gefragt. Here today on stage. I'm just gonna translate that. Die Frage war, warum ich denn so unglaublich gut aussehe. Wie soll ich sagen, ich habe so einen harten Kern an Fans, ohne die es mich wahrscheinlich nicht geben würde. Aber ich glaube, dass auch viele Menschen heute auch, soll ich sagen, mit einer neutralen Erwartungshaltung hierher geschliffen wurden von ihren Partnern oder Partnerinnen. Und ich denke schon, dass einige hier waren, die normalerweise wahrscheinlich nicht auf mein Konzert kommen würden. Like the summer rain that crossed the pavement with a patent leather shine. Es war einfach der Wahnsinn. Die Stimme hat dann um. Es war das beste Konzert aller Zeiten. Hört man mir wieder gern Conchita in Porgy und Bess. Ja, und Christa Kummer jetzt bei mir. Ich muss noch mal drüber.